Das neue Tageszentrum vom Zürcher Lighthouse schließt eine Lücke in der Pflege und Behandlung von unheilbaren und schwerkranken Menschen. Das Tageszentrum für Palliative Care geht mit einer familiären Atmosphäre ganz neue Wege. Wir haben gemerkt, dass wir auch im Lighthouse Patienten haben, wo wir denken, wenn eine gute Tagesstruktur gegeben wäre, dass wir sie auch so betreuen könnten und dann hätten sie noch mehr zu Hause am Abend. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen etwas zu kreieren, was halt eben beides abdeckt, sowohl die pflegerische Betreuung als halt eben das häusliche Umfeld. Man setzt auch bei den Leistungen auf Neues. Gemeinsam essen, sich austauschen, ein ärztliches Ambulatorium. Auch bei der Raumgestaltung kommt zum ersten Mal ein Farbkonzept zum Einsatz. Wir wollten ganz speziell für das Tageszentrum und auch für die Praxis ein Farbkonzept haben, was sowohl die Funktionen unterstützt, aber auch die Menschen unterstützt, die hier zu Besuch kommen, aber eben auch die, die hier arbeiten. Und dass sich eben alle wohlfühlen, so wie sie es brauchen. Die Verantwortlichen hinter dem Tageszentrum reden von einer Pionierleistung und gleichzeitig von einem Risiko. Finanziert wird das Ganze nämlich allein über Sponsoren. Der Verwaltungsratspräsident Urs Lütolf hofft aber, früher oder später an öffentliche Gelder zu kommen. Ja, im Gesundheitswesen können sich die Sachen schneller entwickeln, als das Gesundheitswesen kann reagieren darauf. Und da sind wie früher schon Stiftungen eingesprungen, zum Beispiel im Kinderspital. Man hat früher für Kinder keine Finanzierung gehabt. Nachher hat man Stiftungen gehabt, die das Kinderspital finanziert haben. Nachher hat es der Staat übernommen. Wir denken, in der Palliativmedizin sehen wir etwas ganz Ähnliches. Im Moment haben wir keine oder schlechte Finanzierung, aber das wird Bestandteil. Die Stiftung ermöglicht uns, diesen Weg zu gehen. Das Tageszentrum vom Zürcher Lighthouse nimmt am Montag versuchsweise für 3 Jahre ihren Betrieb auf.